Die Erinnerung bewegt Maurice Gluck noch immer. Jüdische Familie, seine Eltern deportiert im Zweiten Weltkrieg, Konzentrationslager, Arbeitslager. Den damals dreijährigen Maurice haben sie gerade noch bei einer christlichen Familie versteckt. Dann das Kriegsende. Der Vater kommt zurück, völlig ausgemergelt, aber am Leben. Einige Monate später eine weitere Überraschung. Father put me to bed. Mein Vater hat mich zu Bett gebracht. Am nächsten Morgen stand er mit einer Soldatin neben dem Bett. And a woman soldier next to my bed. And father said, look, Maurice. Er sagte, schau Maurice, das ist deine Mutter Helen. Sie ist gerade aus dem Krieg zurückgekommen. Ich war so glücklich. Mit einem Mal hatte ich einen eigenen Vater und eine Mutter. Die Jahre vergingen. Maurice war inzwischen ein Jugendlicher und wieder holte ihn die Vergangenheit ein. Mutter saß neben mir auf dem Sofa. Sie sagte, jetzt, wo du deine Bar Mitzwa hattest und ein großer Junge bist, sollte ich dir die Wahrheit sagen. Ich bin nicht deine Mutter, sondern ihre Schwester. Deine Mutter ist im Krieg gestorben. Aber dein Vater und ich wollten, dass du in einer richtigen Familie aufwächst. It was a shock. So I ran away to the sofa. Ich bin zu meinem Schlafsofa gerannt und habe die ganze Nacht geweint, hatte Albträume. Aber in der Früh bin ich aufgestanden und zu meiner Mutter in die Küche gegangen. Ich habe sie umarmt und ihr gesagt, sie ist meine einzige Mutter. Und sie ist meine Mutter geblieben. Bis zu ihrem Tod. She was my only mother. And that's how it was. She was my mother until her very last day.